Jo, nächster Part Harvest Moon DS und wir stehen wieder bei Celia, weil, ich traue mich kaum zu sagen, ich habe vergessen zu speichern. Das heißt, das Ganze, was wir gemacht haben, die Events, die wir miterlebt haben, die Erdbeeren, die wir geerntet haben, das ist alles passé, das ist niemals geschehen. Wir stehen noch bei derselben Stelle, wo wir Celia das letzte Mal Tschüss gesagt haben. Das tut mir so leid, aber ich vergesse das manchmal wirklich zu speichern. Ich war so im Tatendrang aufzunehmen und dann habe ich einfach den Emulator ausgemacht. Ach, tut mir wirklich leid. Naja, dann müssen wir das wohl wieder von vorne machen. Nächsten Tag warten, Erdbeeren ernten, Celia wieder Blumen schenken. Ich weiß nicht, die Events, ich krieg die glaube ich nicht nochmal hin, dass wir die direkt wieder machen, aber das war ja auch nicht so schlimm. Mit der Hexenprinzessin und Lumina haben wir eh nichts am Hut. Und ja. Die Stadt habe ich euch ja trotzdem in der letzten Folge gezeigt. Die Folge existiert ja trotzdem. Und ansonsten, ja, ansonsten müssten wir eigentlich nicht mehr viel machen. Der Frühling ist eh bald rum. Wir haben den 29. Und dann einmal könnten wir unsere Erdbeeren, glaube ich, noch ernten, oder? Ich glaube ja, einmal könnten wir sie noch ernten. Also neben diesem Mal, oder? Ich weiß es nicht. Oder endet der Tag schon beim 30.? Beim 30. oder beim 31.? Ich glaube beim 30. Jedenfalls. Ja. Ich versuche mich rauszureden, aber ich habe wieder Unsinn gebaut. Mensch, das tut mir leid, aber manchmal da denke ich einfach nicht viel nach und mache einfach. Direkt nachdem ich den Emulator geschlossen habe, ist mir natürlich eingefallen, dass ich hätte speichern müssen. Aber erst dann. Und das war leider ein paar Sekunden zu spät. Aber nun denn, was soll's? Erdbeeren sind ja schon gleich wieder geerntet. Es tut mir nur ein bisschen leid um die Events, weil, ja, es ist doch eigentlich schon ganz nett, wenn man beispielsweise, sollte ich auf einmal ganz viele andere Zuschauer bekommen und die wollen Lumina sehen, dann wäre es natürlich gut, wenn ich Lumina schon mal gelevelt hätte, gelevelt. Das klingt ja wieder komisch. Wenn ich bei Lumina schon mal den Erntewichte kriegen wir auch nochmal, wenn ich bei Lumina schon mal Punkte bekommen hätte. Hallo, kannst du mich hören? Oh, es geht los. Ich bin Mars und präsentiere hier beim Erntewichte-Sender die Show König des Bauernhofs. Dank dir bin ich wieder hier, Kori. In dieser Show erhältst du Infos zum Bauernhofbetrieb, die du nirgendwo sonst herbekommst. Als Bauer musst du viel wissen, also schalte unbedingt ein. Bis später. Ja, wenn ich mich aber nicht täusche. Ah, so macht man das also. Doppelklick. Okay, dann das Problem hätte ich dann auch mal gelöst. Wie man denn ein Item einzeln nimmt. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Falsche Taste. Bei. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich glaube, bei dem Erntewichtelsender, das ist nur in der amerikanischen Version, dass man da wirklich was erleben kann. In der deutschen Version ist das, also in der europäischen Version, ist da, glaube ich, gar nichts, was man irgendwie groß erleben kann. Ich freue mich. Dankeschön. Ein Glück hat aber Celia immer noch das violette Herz. Also gut, dass ich nicht vorher eine Aufnahmesession gemacht habe, sondern zwei. Das ist gut, weil da habe ich dann gespeichert. Hi, Katja. So, die Blume nehmen wir auch gleich mal wieder mit. Gibt es hier noch mehr? Nein, mehr gibt es nicht. So, was machen wir denn dann heute mit dem Tag? Wir haben den 29., wie bereits erwähnt. Puh. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Im Kreis rumlaufen und nachdenken. Das ist doch ideal. Das machen wir. So. Ja, ich gehe einfach wieder sammeln. Weißt du was? Das ist ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir auch in der Mine gewesen sind. Ich hoffe es nicht, weil das wäre ja dann etwas ärgerlich, wenn wir unsere Sachen dann nicht mehr hätten aus der Mine. Aber naja. Was soll's? Ich glaube, wir hatten eh nur Sonnencreme gefunden. Oder hatten wir nicht auch Sonnencreme und eine Brosche? Oder war das nicht diese Aufnahme, sondern eine Aufnahme davor? Ich weiß gerade gar nicht. Puh. Mensch, warum erinnere ich mich nicht? Egal, gehen wir einfach nochmal in die Mine. Schaden kann's ja nicht. Die Mine ist zwar nicht das Spaßigste am Spiel, aber was soll's?
So, wieder an Westers riesiger Farm vorbei. Meine ist sowieso besser. Puh. Mir kann keiner was. Mir kann niemand das Wasser reichen. Ich bin unerreichbar mit meiner Farm. Und mit meinen paar Erdbeeren. Und sie dann mit ihren 10.000 Rüben. Rüben sind doch nur halb so cool wie Erdbeeren. Ach nee, nicht mal halb so cool wie Erdbeeren. Das heißt, damit kann sie gar nicht gegen unsere Farm antreten. So. Das Blöde ist ja, das ist Zufallsprinzip. Das heißt, wir finden nicht zwangsläufig das, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Aber eine Brosche. Das ist doch auch schön. Broschen findet man doch gerne. Zwei Broschen. Broschen findet man unheimlich gerne und zwei Broschen findet man noch lieber. Da kippen wir auch wieder gleich um. Nein. Das habe ich ja auch in der Folge davor schon erwähnt. Dank Mainmaus weiß ich ja jetzt, dass man nach dem Totenkopf noch 9-mal hacken kann. So, und diesmal nehme ich die Mitte. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Sonnencreme. Na, ist jetzt nicht wirklich das, was ich gesucht habe. Aber naja. So. Gold. So, noch 9-mal können wir hacken. Ich hacke aber nur noch 3-mal, damit das schön synchron hier aussieht. Und schön symmetrisch. So, dann verkaufen wir doch mal schön unsere Sachen. War ja erfolgreiche Tour diesmal. 2 Broschen. Ich glaube, die Broschen bringen auch 2000, oder? Ja, ich denke, die Halsketten bringen 2000. Und ich meine gelesen zu haben letztens, dass die Broschen auch 2000 bringen. Hm. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Ich hoffe es einfach. Weil dann hätten wir ja unseren Erdbeerenertrag verdoppelt. Also nicht den Ertrag der Erdbeeren verdoppelt, aber den Ertrag, den wir durch die Erdbeeren bekommen, den Ertrag hätten wir verdoppelt. Heute. So. Ab in die Verkaufsbox. Auch in die Verkaufsbox. Und auch in die Verkaufsbox. Und dann auch gleich wieder schlafen gehen. Viel zu tun haben wir ja heute nicht. Haben wir Ciel und Charlie schon? Nein, haben wir noch nicht. Dann heben wir Ciel und Charlie hoch. Und dann sind wir bereit, ins Bett zu gehen. So, der 30. Es regnet. Das bringt uns nicht viel. Das aber, ich rufe gleich mal, wenn er offen hat, bei Gray, dem Schmied, an. Hallo, ich heiße Kai. Ich mag die Kälte nicht, darum bin ich nur im Sommer hier. Ich mache morgen am Strand einen Stand auf. Als Werbung kann man morgen bei mir so viel essen, wie man will. Komm doch auch vorbei. Ja, das machen wir gerne. Wir kommen gerne morgen vorbei. So, hier, das müssen wir gleich bald alles neu machen. Da freue ich mich schon drauf. Warte mal. Kalender? Kalender? Wo ist der Kalender? Wo ist der Kalender? Ach nee, der Kalender steht ja im Haus, genau. Glatt vergessen. Es geht nur bis zum 30. Ja, okay, dann können wir ja heute unsere Arbeit mal dem Sicheln widmen, indem wir unsere ganzen Erdbeeren abhauen. Das wird ein Spaß. Hallo? Du hast gerade mal 2 Sachen zerhauen und schon schüttelst du dir den Kopf? Ja, wenn ich die ganze Zeit daneben haue, wird das natürlich auch prima. Dann kommen wir nur nicht mal zur Hälfte. Hallo, ich drück doch nach rechts. Naja, was soll's. Das sag ich irgendwie immer, was soll's. Aber ist nun mal meine Einstellung. Sö. Hä, jetzt schon? Naja, was soll's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Schnell das Werkzeug außer Hand legen, damit wir nicht aus Versehen darauf kommen. Und dann ab zu Celia gehen. Ich habe auch ehrlich gesagt wieder vergessen nachzugucken, wie man das nächste Herzevent bei Celia auslöst. Aber das mache ich einfach nach dieser Folge. Und dann nehme ich, denke ich, noch eine Folge auf, wenn ich die Folge aufgenommen habe hier. So, zu Celia ins Haus. Wo ist denn Celia? 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 Wo bist du, Schö? Wo bist du, Süße? Hey! Celia! Hey!
Ey, das ist doch nicht wahr. Wo ist die? Mal sehen, ist sie am See? Ich habe nämlich schon wieder vergessen, mir durchzulesen, was mein Maus geschrieben hat, wann sie wo ist. Ach, ich muss mir das ehrlich mal vor den Folgen durchlesen und mir das merken. Ich suche jetzt einfach in irgendwelchen Gebäuden nach ihr. Ich meine, in Erinnerung gehabt zu haben, dass sie wohl irgendwie in der Bar sein soll, aber da bin ich mir jetzt nicht... Nein, da ist sie nicht, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Hier ist Celia. Der Regen ist wohl auch gut für Pflanzen, aber ich finde ihn irgendwie deprimierend. Aber an solchen Tagen muss ich versuchen, aktiver zu sein. Ja, du Celia, ich will dir... Hallo? Mit dem Stein ging das doch. Nein, es geht nicht. Wir müssen Celia wieder die 3 Blumen schenken. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich freue mich, dankeschön. Wäre ja auch ehrlich zu schön gewesen. Ne? Waff, oder wie heißt er? Hack, genau. Ich schau gern im Gasthaus vorbei. Dort spielen sie manchmal mit mir. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Süße, was machen wir dann? Wir gehen mal zu den Erntewichteln, da waren wir ja auch noch nie. Außer ganz in der Anfangsszene. Aber das kann man ja nicht wirklich als Besucher beschreiben. Das war ja einfach nur eventbedingt. Hi, Dr. Hardy. Und ab rein da. Hey, haben wir nicht... Wir haben doch den einen Wir haben doch den Erntewichtel freigeschaltet, der uns die Karten verkauft. Hallo? Bin ich blöd? Ah, wir haben schon 3 blaue Erntewichte. Das heißt, die können wir mal dafür einsetzen, um zu gießen. So, das brauchen wir aber noch nicht. Und außerdem müssen wir uns erst Medaillen verdienen. Dann versuche ich nochmal eben den Erntewichte zu bekommen, den wir noch nicht haben. Den haben wir doch ganz sicher schon geholt. Ganz sicher haben wir den geholt. Kann ich mich genau dran erinnern. Da wollten wir doch extra zu dem hochgehen und uns Karten kaufen. So. Wehe, der ist jetzt nicht da. War ja klar. Ich bin wieder zurück. Cori, danke fürs Zurückbringen. Ich werde mich nützlich machen und dir helfen. Jojo, der kleine Jet. Dann können wir ja jetzt nochmal zu den Erntewichteln gehen und nochmal nachfragen. So, ab nach oben. Aber vorher natürlich nach rechts. Dann wieder nach rechts. Gleich nach oben. So, dann können wir nämlich unsere ersten Karten kaufen. Voll cool. Herzlich willkommen. Hallo, ich will die... Ganz ehrlich, wer hat denn so viel Geld? Das ist schon nicht deren Ernst. Wer hat denn so viel Geld? Harvest Moon Karte. Dankeschön. Nummer 264. Muster Papier. Mehl. Karte erworben. Erstes Exemplar dieser Karte. Nummer 282. Muster Papier. Rührei. Karte erworben. Erstes Exemplar dieser Karte. Nummer 297. Muster Papier. Heiße Milch. Karte erworben. Erstes Exemplar dieser Karte. Nummer 248. Muster Papier. Rotes Gras. Karte erworben. Erstes Exemplar dieser Karte. Nummer 247. Muster Papier. Grünes Gras. Karte erworben. Erstes Exemplar dieser Karte. So, damit ich das Ganze nicht nochmal vorlesen muss, sagen wir Tschüss. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich muss mal kurz gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Eigenschaften. Ja, 15 Minuten. Dann mache ich hier erstmal einen kleinen Cut.
Suche nach dem nächsten Herz-Event von Celia. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Tschüdelü!